Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und was machen wir heute? Also heute werden wir auf jeden Fall rausgehen. Ich finde, das Wetter sieht echt richtig schön aus und das werden wir natürlich ausnutzen. Na, ganz klar. Wir werden mit dem AirAttack rausgehen. Und zwar, ich habe den zweiten Gang. Na, ihr wisst ja, dass ich das eingebaut habe. Und ich habe den noch ein bisschen anders eingestellt jetzt. Und ja, ist egal, ich brauche gar nicht drumherum reden. Wir sehen uns gleich draußen wieder. Bis gleich. Ja, Freunde, also wieder sind wir draußen. Diesmal sind wir hier ein bisschen weiter weg von mir. Hier war ich bis jetzt noch nie. Ne? Das ist nämlich der Parkplatz von der Expo. Und hier werden wir gleich ein bisschen jumpen, weil seht ihr die Hügel hier vorne? Richtig geil. Darauf freue ich mich gleich. Das wird bestimmt schön spaßig. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so kalt. Es geht. Ne? Die Sonne scheint, es sieht schön aus. Und was habe ich mitgebracht? Genau, ich habe den AirAttack mitgebracht. Da ist er. Ich habe ihn vorsichtshalber eingewickelt. Ne? Das kennt ihr ja schon von mir. Ich habe hier nochmal Straßenreifen mitgebracht. Vielleicht gehen wir noch auf einen anderen Parkplatz. Ja, ich würde erstmal sagen, machen wir den Wagen an. Der Motorkopf ist echt gute Temperatur. Fast schon so warm wie mein Daumen. Der wird auf jeden Fall angehen. Ja, ich würde sagen, geben wir mal Gas.
Leute. Ihr habt es gesehen, der Waggy geht richtig ab und hat heute auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Muss ich ehrlich sagen, war echt geil. Ich denke, das reicht für heute. Wir gehen nach Hause. Ja, war echt schön draußen. Na, war echt richtig schön draußen. Und das hat heute richtig Spaß gemacht. Ich hole erstmal den Buggy her. So sieht's aus. Ja, leicht dreckig, aber nicht extrem. Na, das ist schon mal schön. Eine LED ist hier kaputt, beziehungsweise Wackelkontakt. Na, sieht aus wie ein Blinker in Weiß. Nein, das ist gar nicht so schlimm. Wenn ich überlege, wo ich schon überall mitgefahren bin, mit der Beleuchtung. Überhaupt, der Buggy, der war ja schon am Strand. Na, der eine und der andere weiß das. Na, wer es noch nicht weiß, guckt einfach mein Urlaubsvideo an. Na, guckt das an. Da, war ich mit dem am Strand. Na, das war auch richtig geil. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ich muss wahrscheinlich den Gang noch ein bisschen anders einstellen. Das mache ich hier mit dem Schlüssel. Und zwar kann man sehen, da. Ja, schlecht zu sehen, ich nehme mal einen anderen. Hier drinnen, da ist irgendwo eine Schraube. Na? Die Schraube kann man entweder weiter aufstellen oder fester ziehen. Und je nachdem, wie die Geschwindigkeit von dem Buggy ist, schaltet er dann früher oder später. Na? Und ich habe die jetzt so eingestellt, dass die... ja, ihr habt es ja gesehen, aber ich denke, das ist immer noch nicht perfekt. Ich muss da immer noch was einstellen. Aber das ist nicht schlimm. Dafür habe ich echt massig Zeit noch. So. Also insgesamt finde ich den AirTag richtig geil. Auch den Rex finde ich auch richtig cool. Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, für den Preis ist das echt super gut, ne? Das ist schon mal gut. Aber die Servos an sich, ne? Wie Laser schon gesagt hat, Modellkraft, ja, ist zwar okay, ne? Ist dabei. Die sind ja dabei. Aber ich habe den auch ausgetauscht schon. Der ist von LAP, weil der schon nach, keine Ahnung, nach den ersten drei Fahrten hat der Gas-Servo Geist aufgegeben. Und jetzt habe ich hier einen größeren drin, ich glaube mit 12 Kilo oder 15 Kilo Stärke. Das ist schon echt richtig gut, ja, im Gegensatz zu vorher. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr mich natürlich wie immer bei Facebook besuchen oder in meinem Forum unter www.rc-chris.com. Ansonsten würde ich für heute sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.